Hallo Freunde, recht herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Rayman Origins. Ich kehre zurück zum schleichen Baum, denn ich will mal wieder einen anderen Typen auswählen. Globox. Globox hatte seine Zeit, ja. Das reicht jetzt. Winnie Mölder, Rayman, warum auch immer hier erstmal die komischen anderen Outfits sind. Obwohl wir gerade auch den neuen kleinen Ding hatten, wa? Egal, wir spielen jetzt mal wieder eine Runde mit Rayman. Why not? Warte, wie viel man hier freischalten kann, ne? Hui. So. Jetzt dürfte hier wieder in der Oberworld sein. Genau. Heidlose Höllen ist das nächste Level. Schauen wir doch mal. Ich mag die Animation. Woo! Uff. Oh. Ein Kleinlingszirkel. Ja, fast schon wie bei Rayman 2. Oder 3. Oder 4. Ne, warte mal, den gibt's ja gar nicht. Ah! Das muss ich wieder Lumps sammeln. Muss man wieder aufpassen. Okay. War's das? Ja. Okay. Komm jetzt hier immer. Nein, nein, nein. So war das nicht geplant. Naja, egal. Kommen jetzt immer neue raus, wollte ich eigentlich fragen. Boah, das war cool. Den kriege ich leider nicht mehr. Nein. Es ist irgendwie komisch mit den Looms. Ich muss sie ja kriegen, ne? Mann. Etwas. So. Oh Mann, ey. Immer die wieder diese Lumps sammeln, ne? Oder zumindest so. Weißt du, wenn sie wenigstens nicht verschwinden würden, dann wäre es ja halb so schlimm. Das ist halt schon jetzt. Oh. War eine Schlucht. Ja, nochmal von vorne. Na toll. Zack, zack, zack. Ja, das war doch mal cool. So kann ich arbeiten. Na, so kann ich nicht arbeiten. Manche geben auch irgendwie keine. Zack, so. Ist schon besser, glaube ich. Aus dem Nest gelandet, war nicht eigentlich hier? Nein. Egal. Weiter. Wow. So war das aber nicht geplant. Was? Was falsch verstanden, Spiel? Okay, wie geht denn das hier? Ach so. Wow. Haben auch gewagt. Dankeschön. Boah. Abschnitt fertig. Tafti! Kling, 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 kling. Oh. Stimmt, ich habe das Herz eben gar nicht wiedergeholt beim ersten, ne? War ein bisschen doof. Na egal. So, holen wir uns doch erstmal den Lum hier oben links. Ha, sag ich doch. Sagen sie nur. Nein, das sieht ja aus wie bei Angry Birds hier. Baff! Ich dachte gerade, ich wäre tot, aber bin ich doch nicht. Ach, egal. Oh je, ich denke immer noch im Wasser, ich sterbe, aber es ist gar nicht so. Scheiße, komm hier nicht ran. Nein, egal, zack. Die ersten Kleinlinge, bevor. Nicht Kleinlinge! Hier, Electoons. Bam, bam, bam. Coole Sache. Kann ich irgendwann mit denen machen hier, kloppen, damit sie mir nochmal losgehen. Oh, nein! Nein, 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 nein. Hat sich ja richtig gelohnt, der leckt mich am Arsch. Bin begeistert. Egal. Mal muss man halt auch verkacken, ne? Und so scheiße für alles sein. Bing, bong, bong, bing.
Oh, was war? Hä? Was war da jetzt? Achso, noch so ein Ding. Hehehe. So, dich hole ich mir da unten auf, würde ich mal behaupten. Nein! Wait a minute. Wait a minute! Nein! Moment, da kriegen wir hin. Boah, ich hasse dich! Spring auf die Plattform, Rayman! Gut. Dann nochmal? Ja, gar kein Problem. So, warte mal. Wow. Da war ja noch das Ding da oben, ne? Kann ich jetzt nochmal richtig versuchen? Wenn ich ein paar mehr Lumps dafür kriege. Nein, nicht ins Wasser. Wie gut, dass der Z-Knopf scheinbar auch gerade funktioniert. Ah, nee. Krieg ich nicht. Mano! Fährt zu da oben. So. Noch mehr. Komische Münzenteile. Mhm, ja, komm. Ah, ach so, jetzt geht's auf einmal, wa? Also einfach ein bisschen langsamer spielen. Wo werden die Spannung? Wo wäre denn die Spannung, wenn ich langsamer spielen würde, wollte ich fragen. Sagt er und fiel auf dümmste Art und Weise herunter, wie man runterfallen kann, glaube ich. Uff. Ding dong ding. 181 schon. Oh, hier ist irgendwo ein... Ja, es hat ja mal wieder super funktioniert. Lass los! Hast du dich, Rayman? Ja, hier, verreckt. Ist besser so. Ich wollte auch so ein bisschen anders da durchfahren, ne? Aber gut. Irgendwo habe ich hier halt so ein Viech gehört, ne? Genau, so. Irgendwo hier ist ein Lom auf jeden Fall. Oder ein Viech. Ich glaube da oben, ne? Ja, da oben. Da oben! Gehen wir da doch einfach mal hin. Das hat ja so funktioniert, ne? Ich liebe dich, Rayman. Manchmal ist die Steuerung ein bisschen ungenau, finde ich. Geht nicht so butterweich von der Hand. Hat ja auch wieder super geklappt. Was passiert hier, Alter? Ich bin komplett überfordert gerade von der Steuerung. Alter! Alter Kollege, mach irgendwas richtig hier in deinem Leben. Alter. Hilfe. Okay. Treffe nicht mehr die Viecher. Gegner sind halt echt kein Problem in dem Spiel, ne? So. Alter, Raketenwerfer. Ganz ruhig, Kollege. Irgendwie ein paar mehr Strafe ausgehalten. Das war bitter. Oh, du blödes Arschloch. Chill, der Typ wieder. Zum Glück gibt es kein Game Over in dem Spiel, ne? Hui, 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 hui. Ich bin echt unfähig. Wow, wir waren schnell gewesen. Praktisch, dass manchmal das Spiel nicht so ganz flowig ist. Manchmal checke ich nicht, ob ich am Rand bin oder nicht. So. Nehmen wir den Weg. Doch alles gut. Ja. Sehr schön. Weg hier. Alter, ich wollte so gut Jump drauf machen. Dann springt man ja höher. Hab ich mal erfahren. Mal gehört.
Ey, die Steuerung überfordert mich, ne? Hilfe. Okay. Genau, alles hin. Ein Herz für Leon. Sehr schön. 268, es fehlen vielleicht noch 100 Stück, knapp. Hier war schon das Levelende. Hm. Hoffen wir, dass ich nicht so viel brauche. Wow. Ganz ruhig, Kollege, Spiel. Wo? Gleich mit oder irgendwo lang, wo ich gar nicht lang will. So. Der letzte. 279. Hoffen wir mal, dass ich nicht 350 brauche. Ich glaube, war schon. Knips. Und natürlich brauche ich wieder 350. Also auch ein verkacktes Level leider. Du hast gerade B gedrückt, war das die richtige Taste? Okay, jetzt bin ich wieder direkt im Level. Aha. 1,15 und eine Trophäe gibt es auch. Okay. Ah, interessant. Also echt eine Time-Challenge, wa? Hm. Die hebe ich mir wieder mal für den Schluss auf, würde ich sagen. Machen sie bei Crash. Wenn die U3. Schon am Ende die Zeit-Challenges. Challenges. Da gibt es ja noch irgendeinen Trick, womit man schneller laufen kann. 20 Stück haben wir jetzt. 25 gibt es schon einen Bonus, glaube ich, ne? So. Über dem Regenbogen. Wir haben genügend Lektoons. Um die nächste Welt zu erreichen. Aha. Achso, so. Echt? Ich dachte, es wird noch ein Boss oder so kommen. Nö. Über dem Regenbogen. Mhm. Aha. Gut gemacht. Du hast genug Elektrons gerettet, um die Fahrt zu reparieren und endlich eine neue Welt zu erreichen. Aha. Endlich. Ja, schon so lange hier. So war ja. Achso, das war... Nein, das war's zum Ranhängen. Okay, gibt's hier auch wieder so eine Mindestanzahl? Ey, ich bin auch so unfähig, glaube ich, im Spiel, ne? Ich glaube, ich bin richtig schlecht in diesem Spiel. Kacke mal jedes Timing, wie man, wie es nur geht. Zack. Oh Mann. 168. Auch wieder 50? 200. Ach komm, hier skippen. Nee, geht gar nicht. Man kann es nicht skippen. Was eine Scheiße. Da muss ich aber noch mal einiges nachholen später, oder? Wow, der Move am Ende. Über dem Regenbogen. Da kommt jetzt der Boss oder so. Aha. Mu Mosquito. Alter, ist das hier der aus Teil 1? Dieser Busch hier, ne? Mach mich fertig. Kann ich mal einen Walljump hier machen, ne? Echt verschwendet. Mhm. Lums für Elektroons. Schnapp sie dir, solange du kannst. Aha. Oh. Ach, ich erinnere mich an das Level. Oh, stimmt. Ein Fluglevel. Na, na, na. Ich komme gleich wahrscheinlich ins Bild. Ja!
Kommt halt da ins Bild, wo ich euch... Ich hasse es. Ey, was ist das denn? Die kommen so ganz komisch ins Bild. Das kannst du gar nicht erkennen. Was ein Scheiß. Und die sind kacken schnell. Du kannst die nicht... Okay, ich sollte aufhören, in den Gegend zu fahren. Das funktioniert nicht. Ah, das sind Kombos. Ist ja wie bei Ara-Type hier, bei Ray-Typ, Alter. Hier schön, zack, 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 zack. Jetzt kriege ich dafür einen. Ja, ja. Oh, ich spüre schon, das wird noch eine richtige Qual, hier 100% zu bekommen, ne? Oh, weia. Das wird richtig, richtig anstrengend. Bam, 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 bam. Das habe ich nicht alle erwischt. Hat mir gefallen. Dankeschön. Ah, ist ganz cool, dass hier wieder mal ein bisschen Abwechslung reinkommt und nochmal ein Fluglevel da auftaucht. Ganz komische Musik. Oh nein, das hätte ich. Ja. Hätte ich jetzt abballern müssen. Ah, oh, echt nicht leicht mitunter hier. Ein bisschen heller. Oh. Zack. Wow. Ich habe ihn gefangen. Was zum... Was zum Teufel? Okay. Es ist so gut geil anstrengend für meine Augen, hier irgendwie 1000 Sachen gleichzeitig wahrzunehmen. Und bei dieser Pixeloptik, ne? Das tut gar nicht weh in den Augen oder so. Kommt, woran kommt der nochmal was? Um eins zu saugen. Aha. Moment, die Lumps mal kurz haben. Bam! Okay, es geht sogar wirklich so. What? Jawohl, Insta-Kill oder was ist hier los? Alles klar! Piu. Scheiße. Aber auch dumm. Ding, dong, ding. Zack. Wie das anhört. Okay. Toll, war doch in irgendeiner Animation drin. Okay, ich warte. Bringt wahrscheinlich nichts. Ja. Okay. Ich bin gar nicht nervig, wenn die irgendwie genau in mein Gesicht immer fliegen. Haha. Da fällt er einfach nur dumm runter. Okay, cool. 327. Also sowieso wieder 350.
Ja. Liebes. Jetzt kriegen wir beide Elektrons schon mal. Das ist doch schön. Oder dich. Tada! War keine Medaille. Oh. Na gut, Leute, aber ich sag schon mal danke fürs Zusehen, ich hab's gefallen. Das war's für heute. Das nächste Mal betreten wir wahrscheinlich die nächste Welt. Beziehungsweise wahrscheinlich dann jetzt schon. Naja, so halb. Dichtendes Dickicht. Glückwunsch, euer schicker Schatz. Oh, ein dichtendes Dickicht freigeschaltet. Aha. Das ist interessant. Was ist das letzte da hinten? Das ist irgendein Bonus-Level, kann das sein? Da gibt es auch so ein rotes Ding, glaube ich. Das gucken wir uns auch das nächste Mal an. Also, ne, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.